Dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, dem Mika Fabian. Ich habe ein Spiel von Ibrahim Özcan. Er hat das Spiel entwickelt für ein Game Jam. Das ist eine Veranstaltung. Das ist eine Veranstaltung, wo viele Leute zusammenkommen und in einer sehr kurzen Zeit ein Spiel erstellen zu einem bestimmten Thema. Und wie man spielt, kombiniere magische Angriffe, um Gegner zu killen. Finde alle 5 Schlüssel und öffne die Tür. Schaffe es ans Ende so schnell wie möglich. Ja, das Problem ist, wenn ich möglich geschrieben hätte mit Ö, dann wäre das so komisch, hätte es so komisch ausgesehen. Deswegen musste ich das so schreiben. Aber über Thema Steuerung, bewegen mit links, dashen mit X. Ich finde es schade, dass du die Xbox-Steuerung da reingeschrieben hast und die Switch-Steuerung nicht. Ja, das ist die Xbox. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen dashen tust du mit Y auf der Switch Muss Controller, aber denke auch ich. jetzt sagen, die Steuerung ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, aber das weiß er ja selber. Aber es ist ja kein besonders langes Spiel und das werde ich auch in dieser Aufnahme zu Ende spielen. Koste es so Und viele ja, Versuche, wie es soll. deswegen, So. ich arbeite an einem Remake von dem Spiel, müsst ihr wissen. Also ich arbeite daran noch nicht, aber ich werde daran arbeiten. Und ich will da ein sehr großes Spiel draus machen mit vielen Leveln und die Steuerung viel besser machen. Jetzt kommen wir zu den Optionen. Audio, ich kann voll aufdrehen. Hallo! Und ich kann es auch wieder voll leise stellen. Und wir lassen es auch Spracheinstellungen zwischen Deutsch und Englisch. Na, wie sieht es aus mit anderen Sprachen? Gibt's nicht. Ist nur für dich auf Deutsch gemacht. Nur für dich, weil sonst hätten wir es auf Englisch Oha. gelassen. Wenn du es auf Englisch gelassen hättest, ist das auch nicht schlimm, weil das Spielprinzip ist ja, da braucht man keine Sprache können. Trotzdem bei meinen nächsten Spielen alle auf Deutsch Außerdem, übersetzen. ja, dann gehen wir mal zu Ruhr. Ich kenne noch ein paar andere, die könnten das auf Belgisch übersetzen. Dann gehen wir jetzt mal rein. Deutsch. Ich will die Leute ja nicht lange warten lassen. Muss ja nicht sein. So, wie war das jetzt nochmal? Ja. Dann. Und dann RZL oder ZR. Ah, genau. Und dann in den zweiten mit dem anderen. Passt. Ich sollte. Jetzt habe ich das andere Buch abgelegt. Also Z, gut. Den genau. Feuer. Nee, du hast nicht beide. Pass auf, du hast Naja, ich nicht sehe es schon. beide. Den Feuerschuss habe ich. Den schieße ich mit ZR ab. Da muss Ja, und ich. dann jetzt rück ZL, wenn um den auf dem ersten Slot zu Jetzt packen. haben wir beide. So, jetzt hast du beide. Wie tue ich den jetzt? Ah ja. Hä? Nee. Das ist die Kombi aus beiden. Somit jetzt mit ZL kannst du den Wirbelsturm machen. Ah, jetzt geht's. Ja, weil der hat immer einen Cooldown, wenn man den einsammelt. Ah ja. Mann. Und wie ihr seht, werden die Slimes immer kleiner, wie in Minecraft. Was ist das denn für ein sadistischer Entwickler Gar nicht. gewesen? Ja, ich hab die Slimes sind auch irgendwie komplett random entstanden. Ich habe einfach irgendwas in meinem Pixel Art Programm ge gezeichnet und dann kamen die Slimes raus und dachte mir, okay, die nutzen wir jetzt für das Spiel. Und was hast du bei den Fackeln gedacht? Auch selber erstellt. Alter, nein! Scheiße! Der killt Was? mich, der killt mich, der killt mich, glaube ich. Benutzt den Wirbelsturm, um keinen Schaden zu Naja, ich kriegen. weiß, dass es geht, aber Wirbelsturm nutzen. ich hätte halt einen Cooldown, glaube ich, gerade gehabt. Oh, gut, ich komme hier schon rein. Ja, du hast ja zwei verschiedene, den Feuerwirbelsturm, der eine Kombi aus Feuer und normalen Wirbelsturm ist. So, das Spiel ist ja, heißt ja Merge. Und deswegen kann man hier halt immer eine Kombi benutzen. Man sammelt Sprüche auf, man kann immer eine Kombi benutzen aus beiden Sprüchen. So, ich. Das heißt, da Fabian jetzt hier Feuer hat und Wirbelsturm, kann er einen Feuerwirbelsturm benutzen. Du musst die nicht killen, du kannst die einfach Schlüssel nehmen und abhauen. Ich will sie aber killen. Einfach um den Leuten zu Dann kill zeigen, wie man sie. sie killt. Alter! Und was da passiert. Feuer, Wirbelsturm, Feuer, Feuer. Und was dann noch? Nimm Feuer, nimm Feuer, mach Feuer, mach schnell Feuer, wenn es geht. Mach Feuer. Naja. Ach du Scheiße. Bin ich schlecht. Weil bei Feuer werden die alle verbrannt, deswegen. Schieß die einfach So. ab mit Dings, Tschüss, genau. ihr Motherfucker, Du Alter. kannst jetzt natürlich den Schild nehmen in dem Raum, da wäre der Schild gewesen. Mussten aber austauschen gegen entweder Ich Feuer mag oder den Schild Wirbelsturm. nicht. Ich weiß, was der macht, aber ich mag ihn nicht. Aber vielleicht soll ich ihn ja mal zeigen. Ja, wir wollten sogar auch. Du kannst ihn ja mal Nee, sagen wir, später es ist ein zeigen, du weißt Geheimnis, ja. ja. Das ist jetzt ein Grund, warum dass ich das Spiel downloaden muss. Genau. Nur wegen dem Schild. Das ist der einzige Grund, warum ich das Spiel downloaden soll. Das zeige ich jetzt nicht. Genau. So, wo ist der letzte? Warte, hä? Bist du hochgegangen? Bist du bei der Tür da hochgegangen? Ich glaube nicht, Ich oder? glaube irgendwie. Alter. Hallo. Wir wollten hier sogar noch hier bisschen Zeitinfo, bisschen
Behind the Scenes Info. Wir wollten sogar noch einen vierten Spill machen, weil Ja, für ich das glaube Spiel da hatten unten war wir ich. 3 Tage Zeit. Da unten war ich noch gar nicht. Und warst du hier noch Na. nicht? Na, red weiter. Jetzt hast du alle Schlüssel. So. Wir wollten eigentlich einen vierten Zauberspruch machen, und zwar so einen Turm, der auf Gegner automatisch schießt. Sowas wollten wir machen, aber hatten leider keine Zeit dazu. Und das Jetzt kannst du Budget zur war zu Boss gehen. gering, oder? Was war zu Und das wenig? Budget war natürlich auch zu gering. Nee, das war schon genug. So, jetzt hier kämpft man gegen Hallo, Johnny. hallo, hallo. Boah, nein! Die Königin der Slimes. Und ja, es ist eine Sie killt Königin. mich, sie killt mich! Wenn du, warte, benutzt den Wirbelsturm. Und wenn du im Feuerwirbelsturm bist, kann die dich nicht verbrennen, weil du ja sowieso schon brennst. Brenne! Oh Mann, das wird jetzt Das wird echt. zu Am peinlich. besten, du haust mit dem Wirbelsturm. Immer mit dem Wirbelsturm so schnell wie möglich abhauen. Damit die nicht. Ja, genau Boah, deswegen. ich vergesse jedes Mal, wo dieser Wirbelsturmknopf war, weißt du? Ich vergesse das jedes Mal. Boah. Das Problem ist auch ein bisschen beim Hallo. Controller. Weil das Spiel ist ja auch so ein bisschen, finde ich. Hilfe! Spiel ist auch so ein bisschen auf Tastatur aufgelehnt. Also, Problem ist bei den Lass mich in Feuerbällen, Ruhe. dass die auf dem Controller. Mann, ich. Darf ich hier mal ein bisschen reden? Darf ich ein bisschen erklären? Ja, mach, aber es ist schwer, finde ich gerade. Die Feuerbälle werden ja in die Richtung geschossen, wo man hinschaut. Leider. Denn bei der Tastatur, wenn man mit Tastatur spielt, ist es so, dass die Feuerbälle in die Richtung geschossen werden, wo die Maus ist, was viel einfacher ist, weil man hinter sich schießen kann. Ich glaube, meine Maus ist auch ganz woanders gerade. Alter. Nein, aber halt, dass man die halt in die Hand nimmt dann mit Tastatur und dass man die halt bewegt und in die Richtung, wo man hinschießen will. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, das mit Controller zu machen. Der Kampf wird ein bisschen dauern hier. Boah. Oh Der ja, Kampf es ist wird ein das. bisschen dauern, oh Mann. Das wird sehr lange dauern hier, glaube ich. Boah, ich vergesse ja Oh schon. ja. Alter, nee, jetzt. Oh Mann, oh Ich hasse Mann, oh diesen Mann. Boss. Ich meine, es gab schon schlimmere. Ich habe schon gegen schlimmere Bosse gekämpft. Ich glaube, der kommt aus den Top 10 der Deswegen härtesten spielt man Bosse. das Spiel. Deswegen spielt man das Spiel mit Tastatur und Maus, ja? Nicht mit Ich mache Controller. mir immer eine extra Challenge. Okay, sei stolz auf mich. Leck mein Schwanz! Wenn du das mit Controller schaffst, bin ich sehr stolz auf dich, ja. Ja, Das ist dann schon echt krass. Alter! Weil wie gesagt, mit der Maus, mit Tastatur und Maus kannst du einfach hinter dich schießen, was viel angenehmer Er ist. brennt mich halt ständig an. Alter, er killt mich echt noch. Mann! Oh Mann, das wird. Ich merke gerade, das ist echt beschissen mit Controller, merke ich gerade. Oh Mann. Das wird lustig, ey. Vielleicht gibt es ja einen Version 2.5 Update, wo ich das fixe. Toll. Die Version würde ich Na? jetzt gerne spielen, ey. Mann, verpiss dich! Wo ich dem weniger Leben gebe, wodurch ich ihn eigentlich einfacher mache, Brenne, aber. Alter! Scheiß die Wand an. Weiß, das ist so beschissen. Hilfe, 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 Hilfe. Nein. Hast du noch was zu erzählen? Alter. Johnny, ihr fragt euch ja, wieso Johnny die Königin ist, aber das ein Männername ist, weil Nein. es gibt nämlich so einen Streamer. Und er hat so ein Meme, was ich irgendwie ins Leben gerufen habe. Also beim Among Us Spielen habe ich mal gesagt, es ist pink, und dann wurde das zu einem Meme und dann haben das alle immer gesagt. Und deswegen, ich habe aber den Boss nicht mit Absicht pink gemacht. Ich habe den aus Versehen pink gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, der ist ja pink. Habe ich gesagt, es ist pink. Und dann habe ich ihn Johnny genannt. Alter! Oh Mann, du bist One-Hit, Alter, du musst aufpassen. Du bist One-Hit. Was?
Und sowas von One-Hit. Oh Mann, das... Nein! Ich weiß, es ist... Brenn. Pass auf, dass du nicht verbrennst. Oh mein. Oh, das war so knapp. Wir sterben. Alter. Retry. Ich werde bis zu der Stelle hinkatten. Dass das schon mal feststeht. Was ist mit Tastatur? Gieß es. Es ist viel einfacher, weil du kannst einfach hinter dich schieben. Weißt du was? Ich werde in den Titel schreiben, Controller Challenge. Genau. Genau. Ja, mach ich auch. Dann wieder zurück bei Mr. D. Oh Gott. Mr. Dummkopf, piss dich. Mann! Ja, am besten du machst ihm mit Feuer und Wirbelsturm immer Schaden machen und dann... Hallo, Wirbelsturm. ...abhauen mit normalem Wirbelsturm. Scheiße. Du hast einen Cooldown, musst du aufpassen. Du hast einen Cooldown. Mann, ich will ihn nutzen. So. Achte auf deinen Cooldown. Mann. Ich will ihn nutzen. Ich bin ja schon wieder fast tot, Alter. Hallo, wie ging das nochmal? Alter, der Stream, ich hab. Ja, der Stream laggt ein bisschen, aber ist mal egal. Also die Aufnahme laggt nicht. Mann, fick dich. Alter, er hat sich schon wieder erwischt. Ich bin schon wieder unter One-Hit. Ich will es ja mal mit der Tastatur versuchen. Na. Gut. Du hast ja mal Minecraft gespielt, wenn es hat mit Tastatur. Vielleicht läuft es ja besser. Unfair. Das wäre ich den Titel schalte, das unfairste Spiel der Welt. Ah, nee. Boah, der Hurensohn schon wieder. Ey, du gehst mir auf die Eier, ey. Nein! Hat er mich schon wieder... Alter! Warum zieht der überhaupt so viel ab? Mann! Der Boss dauert ja länger als das ganze Spiel. Alter! Das war mein zweites Game, okay? Darf ich doch trotzdem aufregen? Das verstehst du doch, oder? Darfst du, ja. Ja, ist ja wohl klar, oder? Wenn ich hier gerade penetriert werde, irgendjemand muss ich beschimpfen. Ist gut, dass du mir Kritik gibst und weißt, was ich besser machen soll nächstes Mal. Das ist jetzt einfach nur Aufregerei, weil ich hier gerade verkacke. Trotzdem, ich nehme das als Kritik. Dass der Boss zu lang ist. Ja. Speil doch endlich wieder. Der speilt doch regelmäßig, oder? Oh. Der hat einen Cooldown. Der hat auch einen eigenen Cooldown und ich weiß gerade nicht, wie er selber ist, weil das hat mein Kollege hat den eingestellt. Ich habe nur die Grafiken gemacht. Sind schon wieder fast tot. Die auch scheiße aussehen. Alter, sei mal nicht so hart mit dir. Das geht schon. Obwohl ich die Fackeln mag, also die Fackeln, die auf dem Boden stehen. Wäre mir besser als jedes Mario Maker Level. Boah. Wir sehen auch echt, die Fackeln, ich finde, ich habe da Animationen gemacht. Ich finde, die sehen echt schön aus mit den Fackeln. Ja, die bewegen sich ja und das finde ich super. Hallo, ich wollte... Die Wirbel bestimmt nutzt, aber ich weiß nicht mehr, wo der drauf ist. Ach, verdammt. Ja, ZR oder. Du musst auch wissen, wenn du mit welchem Knopf machst du Feuer. Und ich bin tot. Hä? Warum macht die fucking mir Schaden? Die macht dir keinen Schaden. Achso, lol. Warum hab ich denn gebrannt? Ich hat mich noch nicht mal berührt, ja. Der Arschloch, oder wie? Hä? Also die Fackel macht hier auf gar keinen Fall Schaden. Es ist nicht... Der Kampf ist nicht möglich, Alter. Das ist der härteste Boss, den ich jemals hatte, Alter. Das ist sogar Cuphead-Bosse leichter. Boah. Ernst? Schlecht. Ohne Scheiß jetzt. Alter, hallo, ich konnte nicht weg. Ich bin in der Wandhänge hingeblieben schon wieder. Wenn der Boss schwieriger ist als Cuphead. Ja, das Problem mit der Wand, das hatten wir auch schon davor, aber wir konnten es nicht so komplett fixen. Das hat mich jetzt schon wieder gefickt, ich bin jetzt schon wieder fast tot deswegen. Weil ich da an der Wand hängen geblieben. Sorry. Also in echt will mir das nicht passieren. Konnten wir nicht fixen. In echt wäre mir das nicht passiert. Wir konnten das nicht fixen. In echt wäre das nicht passiert. Da hängt man nicht einfach so an der Wand. Wer weiß. Genau, oder?
Stell dir vor, du hängst so in echt einfach als Skelett an der Wand so. Oh, ich hänge an der Wand, Hilfe! Genau. Genau. So Hälfte Körper ist ein Wand drin einfach. Macht Sinn, Alter. Alter, der hat ja noch nicht mal ein Drittel das Leben ist verloren. Ist so ein Trick einfach. Wie kannst du nur nachts schlafen, wenn du so einen Scheiß entwickelst? Ich hol mir jetzt erstmal einen Wein. Für Controller-Spieler. Ich hol mir jetzt. Easy Mode für Controller-Spieler. Ich hol mir jetzt erstmal einen Wein, ey. Das wird eine längere Nacht, glaube ich. Oh ja. Oh ja. Das wird eine schwere Missgeburt. Das Spiel ist immer noch viel besser als viele andere Hallo. Spiele. Hallo, ich hänge in der Wand fest, ich hänge in der Wand fest. Mann, in der Wand! Tot. Jetzt bist du ein Boss, jetzt habe ich mehrere Leben. Dann versuche nicht zu sterben. Ja. Sagst du so einfach. Und halt Abstand. Gott, das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ich dash erstmal direkt zu ihm hin. Sollte ich still sein, damit du dich konzentrieren kannst, oder darf ich ja, nicht sagen? Ja, das schon reden so, wenn du was sagen willst, aber... Wie findest du denn eigentlich die Bossmusik? Episch. Aber, ja. Also, ich würde sie mir schon dann nachts auch anhören. Tatsächlich, ich würde die mir auch so anhören, weißt du? Ich finde die schon nicht schlecht. Oh, das ist cool. Ich würde sogar eine Playlist... Original machen. Is... Original Soundtrack. Ich würde sogar eine Playlist packen, Musik. Ja, ich habe ja ein Video hochgeladen auf YouTube, da kannst du die. Da kannst du das Video in die Playlist das packen. Ich habe gestern Abend die schon alles ganz angehört. Hast du wirklich? Ja. Jetzt no joke oder? No joke. Weil bei dir weiß man, als ob. Ja, also. Musik ist von Hux Tucker. Irgendwie, wie heißt er nochmal? Tut mir sehr leid, aber Tucker Hux Murray und ich schicke dir dann später den Link, den kannst du ihn in der Beschreibung auch verlinken. Das ist England, die ne? Musik, wenn du willst. Mario. Der kommt aus den USA. Mhm. Oder? Ja, ich weiß Tucker gar nicht, der könnte auch schon ganz woanders kommen. Amerikanisch an. Also auf jeden Fall weiß ich, dass er erst um so 19 Uhr aufsteht. Das weiß ich. Dann ist auf jeden Fall Amerikaner. Das ist ja früh bei denen. Oha, er arbeitet mit den Deutschen zusammen. Das ist Verrat. Ja, wir, Das ist Verrat. Wir waren beide auf dem Discord-Server von dem Game Jam und er hat halt nach Leuten gesucht, für die er die Musik machen kann. Und da habe ich ihn halt angeschrieben und er gesagt, ja, klar. So, diesmal läuft's besser. Ich hab's im Gefühl. Und ich glaube, der würde auch für Geld natürlich, würde er ja auch Musik für meine anderen Spiele machen. Gib ihm 100 Euro. Der Junge ist gut. Und er ist eigentlich schon sogar erwachsen. Er ist 20 oder so, habe ich gelesen auf Twitter. Der ist für mich immer noch ein Junge. Er ist gut auf jeden Fall. Wenn er so macht. Gott, jetzt fängt's. Vor allem, das muss ja. Das jetzt fängt's an zu brennen hier. Scheiße. Du musst ja auch wissen, der hat es ja auch in einer sehr kurzen Zeit gemacht, die Musik. Also er hatte auch nur 3 Tage Zeit dafür. Ist ja nicht und er hat nicht mal alle die ganzen 3 Tage dafür genutzt. Er hat sehr, sehr wenig Zeit dafür nur genutzt. Sicher nicht sein erster Soundtrack. Und sein erster Soundtrack, nein, das ist nicht sein erster, er hat einen YouTube-Kanal, auf dem hat er auch viele andere Soundtracks und so. Kannst du dir mal ansehen. Alter, bei dem macht Boss. So 8-Bit-Musik. Bei dem Boss muss ich mich wirklich konzentrieren, Alter. Kann ich gar nicht. Und du musst auch wissen, die ganzen Soundeffekte, wenn du Feuer schießt, wenn du Wirbelwind machst, die ganzen Soundeffekte sind auch von ihm. Hm. Hat er auch gemacht. Ist hier überhaupt noch irgendwas von dir? Außer die Grafiken? Ja, wie gesagt, ja, die Grafiken und bisschen Code. So, also, mein Kollege so 90% Code. Nein. Und ich so 10% Code. Der killt mich doch noch.
Alter, er ist fast unter der Hälfte auf jeden Fall schon mal. Okay, das, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen. Ich schwimme danach am Daumen nicht mehr. Nein! Hab mich getroffen, schon wieder. Und ich finde es eigentlich in Ordnung, dass ich auch nur, also ich habe bis ganz wenig Code gemacht, wie gesagt, so 10% Code. Und ich finde das in Ordnung, denn wir waren zu dritt und wir haben uns halt die Arbeit aufgeteilt. Einer hat Code gemacht, der andere die Grafiken und der letzte die Musik und die Soundeffekte. Brennung und so. Und da ich halt zurzeit auch nicht so gut war im Code-Schreiben, jetzt bin ich viel besser, hat mein Kollege das halt übernommen. Da er auch nicht so gut im Grafiken machen war, habe ich das halt übernommen. Obwohl ich auch nicht der Beste bin, aber ich habe einen ganz guten Job geleistet, finde ich. Es war tot. Nicht zu... nein! Zu, hier, jetzt will ich sterben. Geduldig sein, du musst geduldig sein. Es war tot, komm. Schaffst du. Benutz die Kombi, benutz Y oder X. Drück Y oder X, komm. Ja, du hast geschafft. Du hast geschafft. Fühl ich. Dann muss ich hier wohl doch kein Alkoholiker werden. Hast du die Musik hier im Hintergrund? Oh ja, die Win. Wie findest du die? Auch von ihm? Ebenfalls sehr gut. Also auch gut. Aber. Und jetzt? Aber weißt du, was ich gut finde, dass ich es geschafft habe? Ja. Ich muss doch kein Alkoholiker werden. Puh. So, und jetzt? Gibt's den Hardmode? Jetzt gehe ich mal auf Homely. Wo ist der? Homely Option. Option. Da. Rexen, warte, ich sehe gerade den Stream nicht. Was ist da los? Bist du einfach AFK? Oder was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was ist denn? Hardmodus. Du meinst, das war also kein Scherz gewesen. Nein. Das war kein Scherz. Was war ein Scherz? Also an der Stelle würde ich das Video mal beenden und eventuell kommt bald wieder ein Video zu diesem Spiel über den Hardmode. Und auch wieder mit Ibrahim. Und ja. Wir sehen uns an der Hölle. Ciao, Leute. Bye, bye. Mahlzeit. Ups.